guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr alle zusammengekommen seid. Hat mich jetzt gefreut, auch die Einladung. Worum geht es? Wir haben vor einigen Jahren, da hatten wir beim VDMD, bei einem Trend Research Treffen ja die Idee, wer das, was wir da machen, nicht ein bisschen digitalisieren können. Das wollte ich Ihnen jetzt zeigen. Ich hoffe, es gefällt und ich würde mich sehr gerne über Feedback freuen. Also, die Idee ist ja, wie gehabt, dass wir das Farbbuch ergänzen. Die Frage ist also, was kann ich digital abfangen bzw. ergänzen? Und da ist es, wo wir angesetzt haben. So, was haben wir? Wir haben dann zum Beispiel ganz klar die Farben. Was wir machen können, wir können aus jeder Farbe jede Textur wählen. Das bedeutet, ich habe nicht nur die Farbe, sondern ich habe eben auch die Möglichkeit zu sehen, wie wirkt die Farbe auf einer bestimmten Textur. Das heißt, ich habe zu der Farbe eben auch die Möglichkeit, jede dieser Farben in einer Textur darzustellen, die eben zu dem Zeitraum kommen soll. Hinzu kommt die Möglichkeit, dass ich jede dieser Farben ja auch miteinander mischen kann, in jeder Textur, die ich habe. Und das ist natürlich auch nicht uninteressant, weil ich natürlich sehen kann, was passiert mit einem glänzenden oder einem Leinengarn, wenn ich Farbe X und Y miteinander verbinde. Dazu kommen natürlich ein paar andere Sachen, die wir uns jetzt ansehen werden. So, wir haben also vier große Bereiche. Das ist einmal die Colors and Trends, das heißt also praktisch die Trendsaison mit Informationen, Reports und so weiter und natürlich die Farben. Dann gibt es ein My Trends, das ist ein individueller Ordner. Da können Sie alles speichern, was Sie mitnehmen wollen. Dann gibt es die Möglichkeit, eigene Collagen und Farbgewichtungen zu machen unter My Mood. Und es gibt einen Messekalender, der jedes Jahr auch aktualisiert wird in Zusammenarbeit mit der Textile Network. So, wir werden uns die Colors and Trends ansehen, weil das natürlich der Aufhänger ist für das ganze Produkt. Und an der Seite, also wenn ich das auswähle, habe ich dann eben die News und Blogs. Also wir sind auch dabei, jetzt Blogs einzubinden. Ja, und dann natürlich die einzelnen Saisons in Zusammenarbeit mit dem VDMG. So sieht das aus. Wenn ich also sage, ich habe den Report, dann habe ich da unten eine Auswahl an verschiedenen Reports oder eben hier, wir haben nochmal so einen Design Award und kann sich das dann praktisch auswählen und der entsprechende Text taucht dann da auf. Auch hier würde es mich freuen, wenn Input von Designern, Schulen oder irgendwas kommt. Also, und der Input soll ja dynamisch sein. Das ist ja das, was wir eben machen können. Und der wird auch sehr gerne mit der Webseite verlinkt, mit dem Autor. Und man kann praktisch aus der App direkt in die Seite reinspringen. So, dann habe ich jetzt eine Saison ausgewählt. Zu der Saison gehören die verschiedenen Themen. In dem Fall sind das vier Themen. Und wir haben dann einen Report. Wir haben in dem Fall auch eine Übersicht Womenswear. Und eins, was wir Color Harmony nennen, wo die Saisonfarben noch einmal unabhängig von den Themen zusammengestellt werden, wie sie halt miteinander harmonieren. Das sind jetzt die Beispiele. Ich habe jetzt zum Beispiel den Trendreport hier ausgewählt. Und der wird dann praktisch reingeblendet mit den entsprechenden Farben dazu. Und wir haben dann hier zum Beispiel die Womenswear mit Schnitten zum Beispiel mit Farbvorschlägen dazu und so weiter. Und daneben eben die Color Harmony mit den entsprechenden Pantone-Nummern von den Farben, die da zusammengestellt wurden. Immer soweit möglich eine Farbgewichtung, das ist unten, wie die Farben halt zusammen harmonieren sollen. Dann hier die einzelnen Themen. Wir haben also den Trendreport vom Thema jetzt, nicht von der Saison. Wir haben die Inspirationen und Moods, also Zusammenstellungen von Texturen und Bildern, die halt das Thema wiedergeben sollen. Wir haben die Möglichkeit, die Sachen runterzuladen und dann eben mit den Farben zu arbeiten, also im Color Mix bzw. die einzelnen Farben zu sehen. Okay. Machen wir mal weiter. Wir nehmen jetzt die Farben. So, und jetzt kommen wir ein bisschen so zum Herzstück des Ganzen. Wir haben natürlich die Farben als Farbe, die haben wir ja gesehen, aber wir haben alle Farben eben auch in verschiedenen Qualitäten gewebt. Und das macht die Sache recht interessant. Das heißt, Sie haben die
alle Farben, für alle Themen, in einem Glanzgarn, in einem Leinengarn, in verschiedenen anderen Texturen. Und man kann sich das besser vorstellen, sage ich jetzt mal so. Weil die Farbe XY, das sehen Sie jetzt, wir haben hier jetzt ein glänzendes Polyester zum Beispiel genommen. Das wirkt natürlich im Glanz anders, als wenn ich so einen Baumwolle habe oder eben einen Leinengarn. Und alle kann man sich ansehen und alle kann man entsprechend für sich raussuchen. Und das sehen wir jetzt hier im unteren Teil. Hinter jeder Farbe liegen Farbdaten. Das heißt, Sie haben LAB-Werte in D65 Normlicht. Sie haben sRGB-Werte. Sie haben die Coloro, Pantone und Brilux Farbnummern. Und Sie haben die Möglichkeit, die Farbdaten als Adobe Colorbook runterzuladen, beziehungsweise auch die Texturen einzeln runterzuladen. Also alles, was Sie hier sehen, können Sie praktisch runterladen. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel die Leinwand, Baumwolle, entsprechend matt. Und wir haben hier eine Thementextur. Zu jedem Thema machen wir eine Textur, die zum Thema passt. Also was wir hier haben, ist jetzt das urbane Thema. Das ist ja ein bisschen Business, ein bisschen strenger, ein bisschen ja, grafische Strukturen. Und das geben wir mit dieser Textur auch weiter. Das heißt, wir haben jetzt hier die ganzen Farbmischungen in dieser Textur für dieses Thema. Dann gibt es ja die Möglichkeit, wie erwähnt, die Farben zu mischen. Da ich hier alle Farben des Themas zur Verfügung habe, haben wir eine Funktion, die mir erlaubt, die Farben zu wählen. Also man kann praktisch die Farben wählen und bekommt auf der rechten Seite in dem Fall immer die entsprechende Farbmischung mit den gewählten Farben. Jede der Farben kann mit jeder anderen Farbe in jeder Textur nach Wunsch gemischt werden und diese Textur kann heruntergeladen werden. So, dann, wie gesagt, haben wir die Inspiration, was wir Inspiration nennen, beziehungsweise Moods. Da ist also für jedes Thema also eine Collage gemacht, beziehungsweise eben auch eine gewebte Collage. Moodbilder natürlich, auch hier haben wir ein echtes Bild. Wir haben auch eine Webinterpretation des Bildes, also wieder mit verschiedenen Garnen dargestellt. So, das heißt, wir haben also diese Möglichkeiten in der App. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Bücher. Und was wir jetzt machen wollen, wir haben jetzt die ersten Bücher mit dem VDMD zusammengebaut. Wir wollen diese beiden Welten praktisch verbinden. Und wir haben jetzt unsere ersten Saisons, Colorbücher zusammengestellt aus der Trend-App und die bekommen einen QR-Code, dass man praktisch auf die Daten auch runter auch zugreifen kann. Das heißt, ich habe ein Buch, kann aber eben aus dem Buch auch auf Daten zugreifen. Vorausgesetzt, ich habe da natürlich die Trend-App runtergeladen, die ist kostenfrei, das ist also nicht das Problem. Aber die Idee dahinter ist eben, diese beiden Welten zu verbinden und beides als Arbeitsmittel dabei zu haben. Ja, was bleibt jetzt als Vorteil für den Designer? Die App selber kostet nichts. Die Saisons, die da drin sind, kann man nutzen und runterladen. Sie haben die Möglichkeit, zusätzlich alle Farben und Fonts kachelbar herunterzuladen. Sie können diese copyright-free nutzen, überall. Sie haben die Farbdaten. Sie haben die Möglichkeit, die Farbmischungen zu nutzen. Ja, und die Werte nachzubauen, zum Beispiel, indem Sie die ganz einfach eingeben als RGB-Wert oder eben die entsprechenden Pantone-Nummern zu nutzen. Und Sie haben die Möglichkeit, diese ganzen Daten eben auch zusätzlich auf Anfrage als 3D-Texturen zu bekommen. Das allerdings dann auf Anfrage, weil die muss dann halt nochmal gerendert werden. Man kann sich das runterladen, es ist verfügbar, es kostet nichts. Die rapportierten Texturen bzw. die letzte Saison, die wird in Rechnung gestellt. Alles andere, was die App kann, ist free of charge.
Und ja, jetzt hoffe ich, dass Sie was damit anfangen konnten, dass Ihnen gefallen hat und bin offen für Fragen.